Willkommen zurück zu Enderal, dem Spiel mit uns und meinen Mauszeiger. Ah, ich raste aus. Ah. Ja, das ist toll. Ich habe mich kurz draußen wieder reingetappt für ein paar Optionen. Jetzt habe ich natürlich gesehen mit diesem Mauszeiger wieder. Ah, das nervt mich. Oh Mann. Naja, damit müssen wir wohl eine Weile leben, nicht mal. Setzt euch. Alle NPCs mal wollen, dass ich mich immer setze. Dann setze ich mich halt. Oh, wollte er sich auf den Stuhl setzen? Also, machen wir es kurz. Seine Augen sind so rot. Mathilda hört seit 3 Monaten diese Stimmen. Mal tagsüber, mal nachts. Es gibt kein Muster. Aber immer scheinen sie aus Richtung des Meeres zu kommen. Laut ihr ist es eine Art Mischung aus Trauergeheul, Flehen und Wutgeschrei. Die halluziniert? Vielleicht. Vielleicht ist es auch irgendein Geist oder eine magische Abnormalität. Aber das weiß nur Malphas. Seit der Nacht jedoch, in der sie das erste Mal gehört hat, ging es ihr körperlich immer schlechter. Erst hat sie den Appetit verloren, dann begann sie sich zu erbrechen. Und mittlerweile hat sie ein Fieber, das von Nacht zu Nacht schlimmer wird. Pater Vildas ist ratlos. Und selbst die 2 Apothekarii, die kürzlich hier im Dorf waren, meinten, dass sie nicht wissen, was ihr fehlt. Mittlerweile erkennt sie mich nicht einmal mehr. Und wenn man mit ihr spricht, antwortet sie nur in diesem delirösen Stottern. Ich will nicht lügen. Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Tja, das ist ja die Stimme. Also Leute, die Stimmen hören, sind immer sehr interessant. Wo ist eigentlich die Hintergrundspielmusik? Die fehlt mir gerade so ein bisschen. Na gut, die Stimme hört nur sie. Das ist irgendwie relativ logisch, oder? Ja. Und die Momente, in denen sie hört, sind die einzigen, in denen sie mittlerweile überhaupt noch aufwacht. Sie schreit dann immer und schlägt um sich, als stünde der schwarze Wächter höchstpersönlich vor ihr. Hallo, Horn. Es ist schrecklich mit anzusehen. Mein Bruder Meldor ist reisender Arkanist und hat das Haus bereits auf magische Anomalitäten durchsucht. Aber da ist nichts. Was auch immer diese Stimmen verursacht, beschränkt sich auf ihren Verstand. Da kann ich ja nicht viel machen, wa? Also das ist, meine Fähigkeiten sind da quasi nicht existent. Ja, starken Stimmen was? Nein. So wie sie es mir vor dem Fieber beschrieben hat, ist es einfach nur ein Stimmgewirr. Ein grauenvolles. Tja, das ist nicht... Nein, nicht einmal den geringsten. Kein Verdacht. Wisst ihr, Mathilda ist ein so guter Mensch. Wenn es ein Geist ist, der sie plagt, dann ist es ein grauenvoller, der sie einfach nur leiden sehen will. Und wenn es eine Krankheit ist, dann soll Malphas dafür verdammt sein, ihr dieses Leiden auferlegt zu haben. Ja, aber das ist doch eine Prüfung. Verzeiht, das hätte ich nicht sagen dürfen. Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Das ist eine Prüfung. Malphas macht nur Prüfung. Ja gut, wenn ich so was tun kann, habt ihr irgendeinen an der Anfangspunkte? Vielleicht hilft es, wenn ihr einem ihrer Anfälle beiwohnt. Mir ist unwohl dabei, aber ich will nichts unversucht lassen. Ja, ne, das kann... Eigentlich gleich, wenn ihr wollt. Der letzte Anfall ist schon eine ganze Weile her. Und der nächste wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. Aber gebt mir noch einen Augenblick allein mit ihr. In Ordnung? Kommt einfach in einer Stunde wieder. Mein Bruder Meldor wird euch hineinlassen. Aha, der war schon mit... Nein, ist das direkt los? Mir ist mir gerade was eingefallen, was ich noch gar nicht probiert habe. Den Anfall beiwohnen? Ja, ja. So, das ist jetzt der Bruder. Moment, bevor wir hier irgendwas machen, werde ich nämlich mal eben mich, Fokus? Sollte ich vielleicht öfter mal zaubern, den Fokus, wa? Was? Ich habe Schoko beschworen. Ja. Versuch das mal mit anderen. Versuch mal noch ein paar Leute zu beschwören. So 20, 30 Zuschauer. Ich könnte gut ein paar Stammzauber gebrauchen. Abholen. Oha. So. Mir ist nämlich was eingefallen. Ich kann ja nie leveln. Kann ich jetzt hier? Nee, auch nicht. Weil das Ding ist nämlich, wie level ich in diesem Spiel? Weil ich bei jedem Level-Up sagt er mir, dass ich Punkte freischalte. Aber sagt mir immer, dass ich 3 Handwerkspunkte freigeschalten habe und 5 Punkte für Kampf. Aber wie verwende ich die? Weiß da irgendjemand was? Möchte mir hier irgendjemand mal helfen? Weil ich dachte, das geht vielleicht in diesen Meditationsrealm, aber offensichtlich hier nicht. So, was gibt's denn hier noch? Arcane Rage, Spielzimmerversuch, mehr Schaden. Ich kann nicht mehr. Ja, an beiden Händen. Versuch mehr Schaden erfreut. Das klingt ganz gut. Das hier noch? Ich verringere die mal ihren Preis freischalten. Jo, habe ich. Weiterhin, ja, alle Prozent weiter. Das klingt gut. Mehr Damage kriegt ihn. Was? Cast zu einer Viewer? Genau. Vielleicht beim Handwerker? Wie? Also, dass man zum Leveln extra wohin laufen muss? Das wäre ja richtig ärgerlich. Ich könnte mal kurz gucken, ob hier irgendwo in der Tastenbelegung vielleicht nochmal was dazu gesagt wird. So, Talent macht.
Ich glaube, das ist die Standard-Skyrim-Dingens-Charakter-Meet-Hub. Ja, das kenne ich ja auch schon. Weil ich meine, das H-Menü zeigt er mir wahrscheinlich auch nicht an in der Liste hier, oder? Schnellinventar? Nee, macht er auch nicht. Schnellstatistik? Mhm. Weil irgendwo muss man leveln können. Weil ich würde gerne mal einhändig ein bisschen hochleveln, weil aktuell bin ich ein bisschen schwach auf der Brust. Obwohl ich zigtausend Skillpunkte habe, die ich allein nicht verwenden kann. Ist noch alles Stammzuschauer. Ja, aber ich bräuchte mehr. Mehr Stammzuschauer. Ich weiß übrigens, dass dieses Menü total hässlich bei euch. Nee. Es flackert vor allen Dingen ab und zu mal. Zum Glück auf YouTube passiert das denn nicht. Das ist eine Skyrim-Eigenschaft. Ja, aber sonst können wir hier nichts machen. Ich weiß auch am besten wenig, wie ich hier irgendwie leveln kann in diesem Spiel. Also in Enderal, um genau zu sein. Bei normalen Skyrim levelt man ja von alleine. Das passiert hier offensichtlich nicht. Ja, ich kenne hier. Gibt doch kein Menü dafür. Also. Hä? Was habe ich denn jetzt gemacht? Ach so! Ich bin ja im Meditationsspiel im Camp. Ich wollte mich gerade wundern, warum ich keine Waffen in der Hand habe. Aber ich habe ja einfach nur die Waffen weggesteckt und wieder rausgeholt. Aber da ich jetzt halt in dieser Meditations-Dingensbums stehe, kann ich halt meine Waffen nicht. Ja, genau, jetzt habe ich sie wieder. So. Meldung. Ihr seid der Besuch, den Yoga angekündigt hat. Richtig? Ganz recht. Ja. Ich schätze schon. Kommt mit. Kommt mit. Ja, super. Eure Bestreben in Ehren, aber ich bin skeptisch, was die Erfolgschancen dieses Unterfangens angeht. Aber gut, ich schätze, eine Chance ist besser als keine. Ich habe keine Ahnung. Was, Steiner kriegen? Wie die Steine in Skyrim kriegen? Ja, mir wurde gesagt, das war ursprünglich nur als Notbehelflösung geplant, dass es quasi nur so ein Workaround war, bis das richtig gemacht ist. Aber den Leuten hat das so gut gefallen, den Beta-Testern, dass sie das... Danke, Meldor. Dass sie das so behalten haben. Ich, dass ihr es euch nicht anders überlegt habt. Wenn es so wie sonst ist, dürfte es jede Minute beginnen. Am besten, ihr nehmt einfach Platz und wartet. Und ich warne euch, es wird nicht so schön. Aha. Ach... Mathilda. Hm. Nein. Ich... Yuga, sie kommen. Und es geht los. Nein. Nein, nein, nein. Nein, bitte nicht. Ich... Ach, komm schon. Du machst dir zu viele Sorgen. Das weiß ich, verdammt. Aber hast du einen besseren Vorschlag? Pinters! Das war jetzt nicht besonders ergiebig. Ja, ich habe was gehört, aber es bringt leider nicht viel. Ihr meint, ihr habt die Stimmen gehört? Was seid ihr? Eine Art Geisterseher? Ich habe seit kurzem gesehen, das macht keinen Sinn. Ja, Pentas, genau, hier nicht lange mit, ich weiß selbst nicht, ja, hier. Pentas, ich weiß nicht, aber... Das war doch dieser Fischer, erinnerst du dich nicht mehr? Er hat mit den Briganten kollaboriert und sich bei der Verhaftung das Leben genommen. Ah, richtig. Und seine Gefährtin hat sich daraufhin im Meer ertränkt. Das arme Ding. Aber ich verstehe nicht. Was bei Malfas soll dieser Fischer mit Mathildas Krankheit zu tun haben? Das Fährte, genau. Irgendetwas. So. Wären die Umstände andere, hätte ich euch einen Scharlatan geschimpft und herausgejagt. Aber ich habe das Gefühl, dass ihr es ehrlich meint. Und wer bin ich, um eine Chance, und sei sie noch so klein, auszuschlagen? Meldor, wo genau lag das Haus dieses Fischers nochmal? Ich habe eine Karte. Er hat eine Karte, so. Ja, hier, gib mal her. Natürlich, Bruder. Wenn Pentas tatsächlich irgendetwas mit all dem zu tun hat, dann solltet ihr einen Blick auf sein Heim werfen. Es sollte leer stehen. Und jetzt entschuldigt mich bitte alle beide. Ich brauche etwas Raum für mich. Warte mal, Pentas Haus haben wir doch schon gefunden. Das war da, wo ich nicht reinkomme, weil ich einen Schlüssel dafür brauchte. Das ist natürlich günstig, dann kann ich da direkt hinstellen. Das ist natürlich sehr schön. Das spart mir, glaube ich, viel Arbeit. Möchtest du mir ein bisschen Schlüssel geben? Hier, das ist die Karte. Sein Haus ist nicht weit vom Dorf entfernt, aber ihr solltet trotzdem vorsichtig sein. Dass die Küstenpirsche in den letzten Monaten ungewöhnlich aggressiv sind, habt ihr vermutlich schon auf eurer Reise hierher gemerkt. Die gibt's auch nicht aggressiv?
hier, Heiliger Orden, was hat es eigentlich damit auf sich? Wir sollten vielleicht nicht so doll damit hausieren gehen, dass wir nicht Mitglied des öffentlichen Ordens sind, eigentlich keine Ahnung von der ganzen Geschichte haben. Dieses Heiligen Ordens? Je, euch steht ja wirklich Fremdländer auf der Stirn geschrieben. Nase. Aber nein, bin ich nicht. Ich habe zwar wie jeder andere Magiebegabte auch den Gang zum Wasser absolviert, aber für das Amt eines Hüters oder Magisters wäre ich nicht geeignet gewesen. Und um ganz ehrlich zu sein, ich wollte es auch nicht. Ja, wie jetzt? Hey, Wissen über Enderal gesammelt. 35, na toll. So, ihr seid weder ein Wildmagier noch ein... Was ist das denn? Ich dachte, es gibt nur die Arkanisten des Ordens und oder Wildmagier. Und er ist jetzt ein Zwischending? Richtig, ich bin freier Arkanist, so wie viele andere auch. Aber eure Neugierde in Ehren, ich denke, wir sollten uns die Gespräche für später aufbauen. Ach, warum? Jetzt ist hier nichts mehr. Verdammt, ich will noch nur Fragen stellen. Ich bin noch neugierig. Jetzt gib mir den verdammten Schlüssel. Das ist. Schlüssel! Ja, hier, was eigentlich mit dieser Peterson? Ja, genau. Richtig, ich bin freier Arkanist. Nein, das interessiert mich nicht. Aber eure Neugierde in Ehren, ich denke, wir sollten uns die Gespräche für später aufbewahren. Falsche Dialogoption. Ach, das ist, ich kann mich noch erinnern, aber habe ich mich früher mit Skyrim schon aufgeregt, wenn diese Konsolendinge, dass man die vorwählt, dass man die nicht richtig an. Wie schon gesagt, er war ein Verräter, der mit Briganten auf der Groschenstraße kollaboriert hat. Außen hin hat er den Unschuldigen gemiebt, aber irgendwann haben die Gardisten davon Wind bekommen und wollten ihn verhaften. Tja, und wie es eben so ist, wollte der Narr nicht klein beigeben und hat sich gewehrt, was für ihn, sagen wir einfach, ungut ausging. Seine Gefährtin hat das nicht ertragen und sich anschließend das Leben genommen. Eine tragische Geschichte, aber er hatte die Wahl. Das ist das Leben. Naja, vielleicht hat er einfach gedacht, das ist das Leben als Kollaborateur. Kollaborateur. Deutsche Sprache. Wäre einfach Landschaftsänderer als Golden Forst. Wie viele Seiten hat das Ding? Wenn die Bücher bloß einfach kleiner geschrieben wären, wäre so. Nee. Was haben wir hier noch Schönes? Einnahmen? Wie? Ich kann das Buch einfach gar nicht. Ach so, das ist wieder so ein Diebesgilden-Dingsbums, also. Warte mal. Hat der Typ mir jetzt eigentlich die Karte gezeigt oder hat er nicht? Warte mal, die Schlange. Ja. Peters Haus nach Hinweisen suchen, genau. So. Das Haus habe ich ja durch Zufall schon gefunden, weil da war ich ja schon mal. Was ist jetzt eigentlich schon mit der Spielmusik hier los? Als verlorene bezeichnet man Toten, die nach dem Ablehnen als willenlose Kreaturen wieder auferstanden sind. Andere Leute würden sie auch als Zombies bezeichnen. Waren solche Reanimationen früher selten magische Anomalien? Reichen die Arkergarden seit dem Ausbruch des Roten Wahnsinns mehr und mehr Berichte verängstigter Wanderer, die von Horden auferstandenen Toten in Höhlen, Grüften oder gar Wäldern. Ja. Habt ihr schon als Köder für wilde Pokémon benutzt? Geht gerade nicht, Pokémon Go. Die Chancen sind gut, dass ich heute ein bisschen länger streame. Also. Ich habe überlegt, ob ich nach Enderal kurz rausgehe und mit Kumpel so ein bisschen noch Viecher jagen, aber anscheinend sind aktuell die Server down. Da geht ja nichts. Ach, ein Eder mit diesen Pokémon, da willst du die fangen gehen? Und dann sind die Server nicht da. Tja, was willst du machen? Manchmal ist das Leben einfach hart. Da kann man nichts tun. Vor allem, wenn die Ladezeiten ewig lang sind. Große Macht schicken Erinnerungen, auf die ihr seit eurer Nahtoderfahrung. Schön. Ach, es hat aufgehört zu regnen. Das ist ja auch eigentlich auch schon mal viel wert. So, Pentas Haus. Haben wir doch schon mal gefunden, oder nicht? Jawohl, Pentas Haus. Ist jetzt schnell reisen hier überhaupt so, wie ich mir das vorstelle? Kann es sein, dass ich hier gar nicht schnell reisen kann? Anscheinend nicht. Ich kann nicht schnell reisen. Verdammt. Oh, das ist ja lustig. War das ein Standard-Skyrim-Feature? Okay, ich kann nicht schnell reisen. Und nicht schlecht. Das macht es natürlich relativ hart. Ja, ich kann nicht schnell reisen. Am besten will nicht. Das gibt natürlich das. Ich würde nämlich gerne hier mal. Na gut. Ich würde euch gerade noch mal einen eigenen Wegpunkt setzen. Was darf das sein? Das hat aber den langweiligen. Was hier da nicht mit drin ist, ist der farbige Symbolekartenmod. Den fand ich immer richtig toll praktisch. Der diesen Wegmarken unterschiedliche Farben gegeben hat, nach Wichtigkeit. Weißt du, hier richtig auf, dass durch Pokémon Go jetzt Unfälle passieren, aber vorher sich aufhin, dass die Jugend auf dem PC sitzt. Ja, ja. Also ich kann ja sagen, ich war am Freitag war ich unterwegs. Da war ich richtig viel, wisst ihr. Ich habe fast mein 10 Kilometer Ei ausgebrütet. Es fehlen aber immer noch, glaube ich, 1,9. Aber immer 8 Kilometer gelaufen mit dem Ding. Schnell, geh nachschauen. Ach, scheiße, dein Schreien, ich ganz vergessen. Na, ich muss eh wieder zurück. Ja, ja. Ich bin viel rumgekommen. Ich habe mal noch gemerkt, dass es einen Inventar-Limit gibt. Aber jetzt bin ich Arena-Leiter. Also, ne, bin ich eigentlich gar nicht. Ich bin Arena-Leiter, also eine Stufe vor dem Arena-Leiter. Aber es bringt trotzdem Punkte. Und in 18 Tagen kann ich mir dann die Rucksackerweiterung kaufen. Ohne einen Cent bezahlt zu haben. Es wird so toll. Was ist das hier eigentlich schon wieder?
Ist das das Bandinenlager, was ich vorhin ausgenommen habe? Alter Stollen. Aha. Ja, nee, ist klar. Warum finde ich denn hier andauernd irgendwelche coolen Sachen? Hab ich gar nicht vor. Naja. Sag mal so, ist ja nicht so, dass Leute erst seit gestern auf ihr Handy gucken und durch die Landschaft latschen. Hört mal so, vielleicht passieren mehr Unfälle, aber die Leute, die sich durch Pokémon Go überfahren lassen oder was anderes, das sind die. Die Leute hätten genau die gleiche Scheiße abgezogen, wenn sie einfach irgendwie ein WhatsApp geschrieben hätten und was anderes. Krass finde ich bloß, wie einige Leute darauf reagieren. Es gab irgendwie so einen Fall von irgendeinem Ami, der hat auf irgendwelche Kinder geschossen, aber in Amiland können die ja ein bisschen früher Auto fahren. Die vor seiner Haustür haben die halt geparkt, weil es halt die guten Viecher gab. Und als er dann rauskam, sind die halt losgefahren, weil sie ein bisschen Angst gekriegt haben. Und er hat irgendwie auf die geschossen. Das war nicht so, fand ich nicht so okay. Aua! Lassen Sie das! Pff, 24 FPS. Läuft super flüssig, dieses Spiel. Ja, ja, ja. Oh, hier schön ist. Ich reg mich nur auf, wenn die Jugend vor meinem PC sitzt. Die Jugend! Hast du auch einen zum Kissenrock, dass du immer, dass du die Fensterbank packst an Tagen, wo gutes Wetter ist, um draußen die Nachbarschaft zu beobachten? Ring des Fährtenlegers, vielleicht ein effektiver, jawohl. Wie, ich kann nur einen Ring tragen? Echt, war das in Skyrim so? Dass man nur einen Ring tragen kann? Boah. Echt jetzt? Ich bin ja heilfroh, dass man ein Ding ist in den... Ne? Warum ist denn da unten jetzt eine Person? Hä? Sieht recht blass aus. Ich kann mich übrigens nicht bewegen. Gut. Ah, das ist ein Schlüssel. Das ist ja schön. Aber das ist natürlich jetzt sehr schön. Na gut, das Haus können wir uns auch nichts vorhaben. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.